Daniel Sandner, letztes Jahr warst du relativ viel in Bewegung auf der Bühne. Ja. Heuer wirst du dich gemütlich zurücklehnen auf einen bestimmten Sessel? Nein, überhaupt nicht. Ich bin heuer in der Tapisserie drinnen, weil ich nebenbei die Regieassistenz mache und das lässt einfach nicht genug Zeit übrig, um mich auch auf meine Rolle zu konzentrieren. Also bin ich in der Statisterie drinnen und als Statist werde ich im Laufe einer Vorstellung ungefähr 20 Mal die Bühne umrunden, durchqueren etc. Also ich mache noch mehr Kilometer als voriges Jahr. Das heißt, der Regieassistent überzeugt sich an Ort und Stelle davon, dass die Aufführung ordentlich läuft. Richtig, ja. Also ich bin derjenige, dem nichts entgeht. Zum neuen Stück. Der Rochus hat noch nicht allzu viel rausgelassen. Ist ja auch nicht gut, wir wollen die Leute ein bisschen neugierig machen. Aber was ist aus deiner Sicht das Spannende, das Neue an Winnetou 2? Für mich ist das Spannende an Winnetou 2, dass wir hier schon im Gegensatz zu Winnetou 1, wo die Figuren Winnetou und Old Shatterhand ja erst entstanden sind im Laufe der Geschichte, dass wir hier erstmals die Figuren so haben, wie sie als Winnetou und Shatterhand bekannt und berühmt und beliebt geworden sind. Und erstmals die abgeschlossenen, fertigen Figuren sehen. Ja, und das werden dann natürlich auch unsere Zuseher an 10 oder 11 Spieltagen im Sommer 2016 hoffentlich recht ausgiebig tun. Hoffen wir auch, ja. Oliver, letztes Jahr hattest du als Old Shatterhand ziemlich viel Stress auf der Bühne, das heißt sehr viel Action. Sehr viel Action, aber auch sehr viel Schauspiel, weil ja natürlich sozusagen das Kennenlernen und die Kunstbrüderschaft ist schon Winnetou und Old Shatterhand, das ist natürlich sehr viel und sehr wichtig. Jetzt war einmal im Publikum vorgestellt werden. Wirst du ein bisschen weniger zu kämpfen haben in Teil 2? Ich hoffe es, ja. Es macht natürlich immer Spaß, aber es ist auch sehr anstrengend. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen weniger haben, vielleicht diese Kämpfe aber dafür noch besser choreografieren können. Es gibt da in Richtung Wrestling einige Ideen von Rockus, der das jetzt gerade selbst macht. Und ansonsten bin ich diesmal nicht kein Liebender sozusagen. Ja. Eher den Winnetou, der sich dann verliebt. Ja, dann würde ich mal sagen, freuen wir uns darauf, dass der Shatty wieder in rettender Mission auftauchen wird. In Winnetou 2. Und das wahrscheinlich nicht so knapp. Das auf jeden Fall. Ja, neu im Team 2016 ist die Leonie. Leonie, wo kommst du jetzt schauspielerisch gesehen her? Ich habe 3 Jahre lang Schauspiel an der First Film Academy studiert, habe die Ausbildung im Juni erfolgreich abgeschlossen mit meinem Diplom und der Bühnenreiterprüfung. Und ja, seitdem stehe ich auf eigenen Beinen. Und du bist also jetzt in Gföhl ins Team gestoßen und du darfst gleich eine sehr attraktive junge Frau spielen, was natürlich bei der Optik ganz logisch ist. Ach, danke. Was ist denn deine Rolle? Ich spiele die Ribana, die Liebe von Winnetou, und ich freue mich schon sehr. Wir wollen jetzt nicht verraten, ob du das Stück überlebst. Das sollen die Zuseher dann im August und am Ende Juli 2016 in Gföhl bitte selber herausfinden. Ja, das ist ein Geheimnis. Wie war denn die Aufnahme im Team? Ja, bis jetzt super. Also erstens mal bin ich überwältigt, wie viele Leute da mitmachen. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist ein Riesenteam und am Anfang ein bisschen überfordernd. Also wer gehört da jetzt dazu? Und egal, ich begrüße mal alle. Wurde wirklich von allen sehr herzlich empfangen und ich denke, das kann nur super werden. Also ich mache mir da gar keine Sorge. Ich glaube, wir werden uns alle gut verstehen. Dann freuen wir uns auf die Leonie als Ribana in Winnetou 2 2016 in Gföhl. Ich freue mich auch.
Winnetou, Max Spielmann, steht uns heute für ein Interview leider nicht zur Verfügung. Ja, leider. Ich nehme stattdessen den bämischen Winnetou, den Peter Abgross, Insider von Köln. Wisst ihr, was gemeint ist? Von dem her glaube ich ja. Ja, vom letzten Stück, vom Winnetou 1, habe ich halt zum Abschluss als Dankeschön für das Ensemble ein Gedicht geschrieben auf bämisch, Winnetou 1 auf bämisch. Ja, war Spaß. Ja. Kannst du ein paar Zeilen zitieren? Ein paar Zeilen kann ich vielleicht sogar noch. Am Anfang hat das Ganze Winnetou, nur jung und dumm, reitet in der Gegend rum, kommt zurück zu seinem Vati, hat gefangen, Happy Papi, schreit der Straße, habe ich gesehen, in die Jagdbrücke, Zukunft steht. Und wer noch mehr wissen will, auf der Winnetou-Füllseite gibt es natürlich das ganze Video Winnetou auf bämisch nachzusehen. Jetzt zu dir, Peter. Ja. Im neuen Winnetou 2 Stück bist du mal nicht der Böse. Ja, stimmt. Ja. Eine absolute Herausforderung für mich, weil ich eigentlich in den bösen Rollen immer zu Hause gewesen bin und mich auch sehr wohl fühle und die auch sehr gerne spiele. Nur heuer darf ich das erste Mal einen guten spielen. Und wenn ich kannst, bämisch kannst du auch schon die Sprache von dem, den du spielen sollst? Also es ist sehr schwer, ja, weil ich spiele heuer einen Franzosen und das letzte Mal, wo ich Französisch gesprochen habe, ist halt schon sehr, sehr lange her, das war zu Schulzeiten. Aber ich bin wirklich guter Dinge, dass wir das hinkriegen, ich schaue mir auch fleißig französische Kochsendungen an etc. Aber Spaß beiseite, nein. Also ich glaube, der französische Akzent wird nicht das Problem werden. Wie gesagt, das Einzige, wo es vielleicht dran scheitern könnte, ist dieses Edle, was die Franzosen halt haben. Aber auch an dem werden wir arbeiten, dass wir die Rolle natürlich so gut wie möglich und realitätsnahe wie möglich dem Publikum rüberbringen. Vielleicht so ein paar grobe Stücke auf Französisch später jetzt, noch zum Abschluss. Wir können es probieren, ja. Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr auf die Saison 2016. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen bei dem Stück Winnetou 2 und freue mich ganz herzlich auf Ihr Kommen. Das war, würde ich sagen, fast Diabris-würdig. Dankeschön. Danke, Peter. Danke.